ungewöhnliches Verhalten melden. Häuser verbarrikadieren. Jeglichen Kontakt mit Infizierten vermeiden. Auf offizielle Anweisungen warten. Warten. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Das ist meine Anweisung, Baby. Das war eine echt schöne Gegend! Wir stecken hier echt mächtig tief in der Scheiße. Wer zur Hölle packt ein Evakuierungszentrum in den verdammten 30. Stock? Denk positiv. Vielleicht ist der Heli ja aus Schokolade. Warum ist hier niemand? Hallo? Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Die sollten uns doch retten. Gab wohl eine Planänderung. Feuer einstellen! Kommt von der Brücke! Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrecken. Herzlich willkommen zusammen bei Left 4 Dead 2. Wir haben es jetzt geschafft und den zweiten Teil erreicht. Ich bin Shadowrunner und als Gäste haben wir heute einmal hier den Bacon Lorange. Moin. Dann haben wir hier den Knorker von den Derpioten. Du siehst ja mal interessant aus. Und Doc Michi, hallo Schätzelein. Hallöchen. Hey Leute. Knorker, weißt du? Beschütze mich vor den bösen Zombies. Nein. Ja, wir schauen dir auf den Arsch, wenn es recht ist. Und dann beschützen wir dich vielleicht. Ja. Und wie üblich, auch bei der Zombie-Invasion heißt es Frauen und Kinder zuerst. Also renn vor. Ja. Gelte ich als Kind? Nein. Ja. Oh, da haben wir schon die ersten Freunde. Vorsicht! Und Michi rennt schon wieder in meine Schussbahn. Warum sind die Zombies alle eigentlich schwarz alle hier? Achso, weil es gebrannt hat, richtig. Ja, die sind knusprig. Ja, ja. Ja, die sind etwas angeröstet, einige. Krusty. Ja. Da freut sich die Axt. Chop, chop, chop. Aber was kann ich auch hören? Auch noch hören. Lade nach! Ja, aber die Nachrichten. Seht mal. Klopp. Habe ich mir hier die andere Pistole genommen. Defibrator. Ein Defibrator. Hier gibt's Verbandszeug. Oh. Ich höre es schon irgendwo im Zombie. Oh, ja, hier ist ein Hand. Oh, scheiße. Kommissar, wo bist du? Dankeschön. Ja, ja. Lade nach. Ah, stimmt. Welche, du hast auch eine Chop-Angst, eine Axt. Ja, im zweiten Teil. Ich hab jetzt keine mehr. Ich hab jetzt eine. Oh, Boomer, Boomer, Boomer. Raus, Boomer, geh raus da, Michi. Also. Oh je. Yeah. Oh, was fühlt sich da hier? Komm rüber, schnell. Ja, macht ihr euch wieder vom Boomer Feldplatz gelassen? So. Da lag gerade so eine Kettensäge.
Das heißt, ich habe allerdings gleich gar keine Waffen mehr, wenn die weg ist. Ja, dann musst du wieder baren Hand durch die Gegend laufen. Ja, kommen wir jetzt rum. Dann mache ich die mit einem typischen Schacknarrisschlag, zerlege ich sie in mindestens drei Teile. Nicht runterfahren, wenn es geht. Ja, wenn es geht. Los, lade ich verbraucht mal. Die eigentlich auch Sprit, wenn du nicht schnell Wenn ich nichts mache, verbraucht die nichts. Oh ja, da komme ich ja. An der Tür kommt schon. Geh mal mit der Kettensäge nach vorne. Ihr solltet natürlich, wenn ich da mit der Kettensäge rumlaufe, neben mir stehen, so als kleiner Tipp. Ja. Ja, so, dann hat man nachher schnell Blut im Schritt. Ja. Mein Bildschirm ist so rot. Und ich brenne auch. Oh. War das brennt natürlich noch mal neu. Oder sind wir in die Luft geflogen? Headshot. Wieder durch die Ecke gleich. Nein. Das klingt gut. Hunter ist weg. Ja, gut. Okay. Waren wir hier eben schon? Ach nee, wir waren eben noch nicht. Ein Stockwieder, ne? Ah, ich brenne schon wieder. So. Der Darm löst sich auf. Ja, schmeißt euch runter, ihr doofen Zombies. Ist das echt ein anderer Bereich? Waren wir hier? Ja. Wir sind einen Stock tiefer gegangen. Ich... Du mit deiner Kettensäge nimmst uns allen Spaß hier weg, ey. Ja, das tut mir leid. Aber das ist ja auch der Sinn der Kettensäge. Glaube ich dir nicht. Spaß wegzunehmen. Ah, bin er ja. Nochmal. Aber seid beruhigt, die Kettensäge ist so gut wie alle. Ja, dann solltest du dir schon mal Ersatz besorgen. Wenn ihr hier irgendwo Waffen seht, sagt einfach mal Bescheid. Ja, gerade eben lag da eine im Raum. Ich glaube hier irgendwo. Meine ich? Nee, doch nicht. Ich glaube, das war schon ein Stockwerk weiter. Ja, ist uns auch egal. Irgendein Hunter oder Jockey. Ah, Jockey wahrscheinlich. Ja, das klingt nach einem Jockey. Ja, hier ist Jockey. Hier ist der Fahrstuhl, ich glaube, in den müssen wir jetzt rein. Ja, war doch mal auf dich. Danke. Bin gleich da. Ja, du humpelst schon wieder. Oh, da bringt der Pistole. Mickey bringt was mit. Ah, ich habe jetzt auch noch eine Pistole. Also, ich will eigentlich auch eine. Ganz machen muss. Wo ist eine? Ach, bei mir. Da drin, hier. Willst du da ran? Ja. Hä, wo war jetzt die zweite Pistole? Im Raum nebenan. Echt? Da bin ich total dran vorbeigelaufen. Da auf dem Nachtschränkchen. Ach, da, auf dem Nachtschränkchen. Hier sind noch Pillen drin. Ah, das ist aber nur eine... gut, aber dann nehme ich die Magnum. Was das Link 2 jetzt auf einmal da. Ja, ist egal. Ich nehme die, ich hab die, ist gut. Ah, okay, gut. Oh, schnell. So, los geht's. Weil der Jockey kommt. Der wartet wahrscheinlich jetzt einfach schon 10 Tage rüber. Ja, richtig, genau. Scheiße, was machen wir jetzt? Ichi. Ruhig, Blut, Kleiner. Wir packen das schon. Wie heißt du? Alice. Ich heiße Alice. Hey, im Wunderland. Ich bin Nick. Müsst ihr euch nicht merken, ich bleib nicht lange. Wir bleiben besser zusammen. Ja, das kommt der. Ja, Level. Volk Blut, Kleiner. Oh. Hier ist was faul. Da liegt eine Uzi. Ich sehe ja gar nichts. Nee, ich glaub, das war auch nicht. Wir warten einfach ein paar Stück, bis alle verbrannt sind. Das ist ein guter Plan. Ich hoffe nur, dass der Fahrstuhl irgendwie abstürzt, oder dass wir hier... Oh, da kommt ja jede Menge. Ich hätte ja gedacht, dass die einfach alle komplett verbrennen. Ja, haben sie... Ja, eigentlich sollten sie... Hier sind noch Gewehre. Hier ist der Mannszeug. Michi, dann verbrenn, bind dich mal und nimm das neue hier mit.
Ja, warte mal, wo ist das Verbandszeug? Auf dem Tisch. Also, auf dem Tisch. Also ich bleib bei meiner Axt, mal diese Runde zumindest. So, Fuck, wir machen einen weißen Arzt auf. Dann, das ist ja kein Schatz hier jetzt, ey. Und da ist irgendwo ein Hunter? Ja, irgendwo. Ich glaube, der ist einfach ein Spanner. Hunter oder der Schock? Der Hunter. Oh. Oh, Alter, wir müssen hier raus. Ich hasse diesen Abschnitt. Okay. Also eigentlich müssten wir schon längst eine Rauchvorrichtung haben. Ja, oder erstickt sein. Da geht's nicht weiter. Ach, hier vorne. Ah, hier ist auch wieder mal so ein Special Infected. Das Feuer greift um sich. Ah, hier sieht's besser aus, glaube ich, bei mir. Ah ja. Ah, okay. Ah, sieht nicht besser aus, aber hier brennt sie nicht mehr. Ja. Ist zumindest mein Styler voll. Ui. Ah, ich bin auch. Au. Ah, oh, die sind so voll. Ja, es lohnt sich in einem. Ja! Ja, da waren vorhin noch ein paar mehr, als ich die geschossen habe. Geil. Hast du mächtig gewettet, dass da noch mehr kam? Oh, hier ist auch schon ein Safe-Raum. Aha, ist aber einfach. Das war ja mal einfach. Einfach, zweifach. Moment, ich muss mich verarzen. Ja. Ja, dann können wir ja richtig hier mal die Tür zu. Ja, es zieht hier, nämlich. Okay. Netter Abschlussspruch. Ja, aber dann können wir ja direkt hier das Verbandzeug nehmen und ein neues nehmen. Genau, das habe ich eben auch gemacht. 71 Kills mit einer Nahkampfwaffe, Doc Michi hat 70. Nicht schlecht. Ja, 10. Irgendwie. Ja, ich hatte ja keine Waffe. Ihr habt mir alles weggenommen. Ich meine, ich bin mal hinterhergelaufen. Genau, immer die anderen sind schuld, ja. Nee, also, ist schon klar, ich meine, wenn da einer mit der Kettensäge schon lang läuft, dann... Ich kenne einen Waffenladen auf dem Weg. Da holen wir uns ein paar echte Knarren. Da macht die Auswahl endlich Sinn. Freundchen, ich mag deine Einstellung nicht. Ja, Defi brauchen wir nicht. Habt ihr alle Waffen und Muni? Ja. Boah. Gut, dann geht's raus. Einfach doch mit der Axt einfach bleiben, egal. Ja, also wenn ihr noch mal so eine Axt oder eine Machete oder sowas seht, sagt einfach mal so stark. Das ist auch eher so mein Ding. Ja, gegen eine Nahkampfwaffe hätte ich auch nichts. Ui. Hui. Oh, ey. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Sonst hätte ich da nicht so rumgeschossen. Ja, also. So ein Benzinplan, die kann man ja besser nutzen. Das ist aber noch die Rohrbombe, die möchte ich haben. Ja, die würde ich mal was holen, Scheiße. Ja. Lade nach! Oh. Oh, da vorne ist ein Charger. Ich habe glaube ich einen Charger gehört. Ja, ja. Der ist auch schon tot. Der hat sich im Dixie-Klo verrannt irgendwie. Der ist im Dixie-Klo stecken geblieben. Ja, bei dem Körperumfang. Ja, und hinten rennt irgendwas. Oh, hier ist noch ein... Ja, ins Ritter. Der, ja. Ich will hier vorne einmal kurz ins Zelt reingehen, da ist häufig was, aber hier nicht. Oder... Scheiße, was ist denn jetzt los? Danke. Mhm. Da ist immer irgendwas drin hier, ob manchmal was drin, aber... Ja, heute Ohrbomben nicht. Und nicht, nee. Wo? LKW. Ah, okay. LKW und eine LKW? Pipe-Bombe, nicht nur die Pipe-Bombe. Ja, eine Pipe habe ich auch noch. Oh, gut ausgerüstet. Was nichts heißen muss, wer kann wissen. Ja. Ah, hier ist eine Feuerwehr-Axt und auf Wiedersehen Pistole. Ja, dann lasst uns beide mal vor hier. Wir bücken uns auch. Pun nicht intended, oder doch? Ah, hier ist auch noch ein Dünkel. Oh, ein Charger, Achtung.
Er ist schon wieder. Hier ist noch ein Pipebomb. Und ein Molotowski. Alter, das Geräusch gefällt mir gleich. Adrenalin. Oh, au. Hilfe. Danke. Bitte? Oh, sorry. Was zur Hölle soll denn das, bitte? Euer geh aus. Sehr schön. Sicher, dass das ausgehen wird? Oder dass wir nicht hier hoch müssen? Ich bin da gerade nicht mehr so sicher. Ich auch nicht. Richtung Tunnel. Oh Scheiße, Vorsicht! Das gefällt mir gar nicht. Bin mir auch nicht mehr. Oh, verlegen. Von hinten kommt nach vorne. Oh. Ich schmeiß da mal eine Pipebomb hin. Das dürfte jetzt ein bisschen hart zurückhalten. Uh-huh. Okay. Lade nach! Ein Jockey? Oh, liegen die Fleischklumpen. Ja. Ah, Boma, Boma, okay. Boma. Auch tot. Du hast auf mich geschossen. Ah, ein Splitter. Ja, wo? Ich glaube auf der anderen Seite ist Gebüsch. Ah, hier ist eine Kettensäge, wenn jemand möchte, bei mir. Ich würde sie diesmal nicht nehmen. Ich hatte ja den Spar schon in der ersten Folge. Und da ihr ja alle aufnimmt, ist es sicherlich auch schön, euch bei der Kettensäge zuzugucken. Ja, ich komm. Also Adrenalin, wenn jemand möchte. Ah, jetzt alles schon. Hier ist so eine Axt und ein bisschen was. Knonnefeit. Eine Witsche. Na, ich würde mal das, also ich mache mal mein Licht aus, weil die wird nicht ja langsam so heiß. Hier ist Ammo Pack, extra Ammo, aber fuck. Ich muss jetzt ein kleines Stück vorlaufen. Ach, und da ist die Witch direkt neben. Ich muss jetzt mal eben hier, ich weiß nicht, ob soll ich noch zurückkommen. Ey, aber ihr müsst sowieso zu mir kommen von daher. Ja. Von da. Ja, ja, ich weiß nicht, ob dann der Witch vorbeikommt. Ah. Oh. Da. Witch, Witch. Rennt die gegen Karten und Kopf. Ja, natürlich rennt die Witch durch die Gegend, weil ich hab sie gestartet und ich hab natürlich versucht, vorher wegzulaufen. Hilf mir einfach hoch. Komm. Ja, du siehst okay aus. Danke. Ja, du siehst voll okay aus. Hier läuft spannend auf. Okay, ich schmeiß mal eben was ein. Eine Axt, wenn jemand möchte. Nein, ich hab jetzt erstmal die Kettensäge. Ich hab jetzt auch wieder einen Tankkanister. Und hier oben gibt Waffen. Oh mein. Und so ein Munition, so ein Gesundheit, ja, mit Pillen. Ja. Aber ich den, Benzinkanister nicht verwenden können, um die, aufzufüllen, finde ich schade. Ja. Oh, da unten ist ja viel los. Uh-huh. Charger. Ich hab Runde geschossen. Ich bin immer noch ihn, den Boomer. Ich seh ihn nicht. Er ist direkt am Laster. Ich seh gar nicht. Ich glaub er ist tot. Okay. Nee, der ist genau unten. Ist der nicht? Ja, der boomert immer noch rum. Nee, von hier oben sehe ich ihn. Ach da, ah, der kommt hier oben. Ja, genau. Ja. Ich hab so alle Runde geschützt. Ja, aber so springen die ja eh alle im Moment. Ja, eben. Das ist das Gefühl. Oh, ey. Fuß laden! Ein dicker Fuß hier runter. Oi, 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 oi. Ein kleiner Mundloch. Ready? Batsch! So. Bums. Maintenance-Gewicht.